Den Kampagnenauftakt hat er verstolpert. Ausgerechnet, als er seine Kandidatur bei Twitter verkünden will, streiken die Server. Hashtag Desaster statt Hashtag DeSantis spottet das Netz. Erst in seinem offiziellen Werbevideo kann DeSantis seine Botschaft klar und sichtbar präsentieren. Wir brauchen den Mut zur Führung und die Kraft zum Sieg. Ich trete an, um als Präsident unser großes amerikanisches Comeback anzuführen. DeSantis ist derzeit Gouverneur in Florida. Der dreifache Vater besuchte die Elite-Universitäten Yale und Harvard, war bei der Navy und während des Zweiten Irakkrieges im Einsatz. Später wurde er als Abgeordneter ins US-Parlament gewählt. Ex-Präsident Trump galt einst als sein Förderer. Heute sind beide Konkurrenten. Entsprechend verschnupft reagierte Trump auf DeSantis' Kandidatur, kritisierte seinen ehemaligen Schützling als illoyal. DeSantis' Ansatz ist, ich habe all den Zorn, die kulturbedingte Feindseligkeit und den Groll wie Donald Trump auch. Aber ich stehe nicht vor Gericht, mir wird keine sexuelle Belästigung vorgeworfen. Bei mir gibt es kein Chaos. Politisch positioniert sich der 44-Jährige als konservativer Hardliner, wettert gegen Migranten und die LGBTQ-Community. In Florida verschärfte er unter anderem das Abtreibungsverbot und lockerte das Waffenrecht. Mit DeSantis Kandidatur kommt es in den Vorwahlen zum Showdown bei den Republikanern. Die Frage ist, unterstützt die Mehrheit der Grand Old Party einen Trump-Lite, wenn sie auch das Original haben kann? In den Umfragen unter Anhängern jedenfalls liegt DeSantis derzeit mehr als 30 Prozentpunkte hinter Trump.